Hallo. Ich sitze in Melbourne bei Baloo in der Garage und bin hier so ein bisschen angekommen inzwischen. Weihnachten bei 30 Grad ist verrückt, total ungewohnt. Die Sonne ist hier richtig, richtig Knallgas. Eingrämen ist an der Tagesordnung. Mütze aufziehen, wenn man einen vollen Haarpracht, ist auch super wichtig, sonst hat man sich schnell mal den Dads verbrannt. Und am Ende des Tages haben wir am Strand die Matten ausgelegt und da ein paar Runden gerollt. Schönes Peeling mit dem Sand, aber mit drei, vier Mann richtig Gas gegeben. Sehr viel Spaß gemacht. Mit Baloo habe ich ja auch, also mein Gastgeber hier, mit Baloo habe ich ja auch nicht oft die Gelegenheit, noch zu trainieren oder zu rollen. Baloo ist einer meiner ältesten Schüler, mit Sascha damals zusammen zu mir gekommen und lebt aber bereits seit 2012, seit 2012 in Melbourne und ist hier als Sportwissenschaftler bei Kisa, betreibt eine Kisa-Filiale, eine von mehreren in Melbourne. Kisa ist hier nochmal ein sehr ganzheitliches oder ganzheitlicheres Konzept, als das in Deutschland der Fall ist. Die arbeiten hier viel mit Physiotherapeuten zusammen, viel mit Chiropraktikern. Sehr viele der Trainees sind auch Hochleistungsathleten und es wird sehr viel mit Testing gearbeitet und Monitoring von Leistungsfähigkeit und sehr viel Teamwork, was Trainer um einen Patienten, um einen Trainee, um einen Athleten angeht. Das ist sehr schön und dementsprechend auch für mich immer sehr wichtig und nachhaltig, mich mit Baloo auseinanderzusetzen und mich mit ihm auszutauschen über Training und über Maßnahmen und über Teambuilding auch. Sehr dankbar hier sein zu können. Ich erzähle euch ein bisschen was über Aufbau von Trainingseinheiten. Mein Aufbau von Trainingseinheiten orientiert sich am Prinzip der richtigen Belastungsfolge. Und das ist ein sportwissenschaftliches Prinzip, was halt einfach darstellt, in welcher zeitlichen Abfolge welche Aufgaben in einer Trainingseinheit gestellt werden sollen. Wenn man sich Profisportler anguckt, dann haben die für bestimmte Aufgabenstellungen ganz unterschiedliche Trainingseinheiten. Taktikeinheiten, Technikeinheiten, Konditionseinheiten im Sinne von einer Ausdauereinheit am Tag oder eine Krafteinheit oder sonst irgendwas verteilt über so und so viele Tage, weil sie machen halt immer eigentlich nichts anderes. Haben wir als Freizeit- und Breitensportler oder im semiprofessionellen Bereich, haben wir das nicht. In der Regel findet sich die Zeit für zwei bis vier Trainingseinheiten. Die Studenten oder die Leute, die halt wirklich viel, viel Wert darauf legen und viel Zeit opfern, die schaffen vielleicht mehr als vier Trainingseinheiten die Woche. Das ist aber eher relativ selten. Wenn wir uns dieses Prinzip der richtigen Belastungsfolge anschauen, dann sieht es so aus, dass alle koordinativen Aufgaben, also Erwerb von neuen Techniken oder Verfeinern von bereits bestehenden Techniken oder Bewegungsabläufen, dass das eigentlich nach dem Aufwärmen direkt die erste Aufgabe ist. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr hohen Fokus auf Koordination und auf einer sauberen Technik. Der zweite Aspekt, der dann danach dazu kommt, ist den wachen Organismus und den wachen Kopf in dieser Trainingseinheit mit Schnelligkeitsaufgaben zu fordern, weil wenn das zentrale Nervensystem noch nicht groß ermüdet ist und wir noch relativ frisch in der Trainingseinheit sind, aber auch schon gut warm und Koordination schon auf dem richtigen Punkt, dann macht es sehr viel Sinn, sich auf Schnelligkeit zu konzentrieren und komplexe Bewegungsmuster schnell und präzise abzuliefern. Dann kommt die nächste Stufe, die hieße dann Kraftzugabe, also schnell Kraft und Maximalkraft. Wenn wir an Kampfsport denken, wäre es dann meist Pratzentraining oder Partnerarbeit oder vielleicht auch im Sandsack zu trainieren und den Fokus auf die dazugehörige Kraft in den spezifischen Techniken zu legen. Dann
Wenn dieser Teil vorbei ist, würde Kraft, Ausdauer und Ausdauer kommen. Das heißt, wenn ich mir eine herkömmliche oder mehrere herkömmliche Trainingseinheiten angeschaut habe, wo am Anfang vielleicht 15 Minuten Seilchen gesprungen wird, dann werden noch 50 Liegestütze gemacht und noch Crunches und Kniebeugen und Ausfallschritte und. Dann hat das schon seine Berechtigung, aber die Intensität und der Umfang von diesen Übungen sollte so gering sein, dass der Athlet nicht schon ermüdet ist, bevor er ins eigentliche Training reingeht. Für mich sind maximal Kräftigungsübungen im Training mit enthalten, aber höchstens um Kraftausdauer am Ende einer Trainingseinheit noch ein wenig zu schulen oder zu fordern von den Athleten oder am Anfang, um den Körper dementsprechend zu aktivieren. Für die Folgebelastung, um alle Gelenke ordentlich vorzubereiten. Ja, und somit habe ich halt das Prinzip der richtigen Belastungsfolge gewählt, um meine Trainingseinheiten aufzubauen. Und das ist völlig egal, ob es um Lutta Libre oder BJJ oder Kickboxen, Boxen oder auch im Bereich Strength and Conditioning oder im Bereich Krafttraining alleine. Verfolge ich dieses Prinzip und versuche mich eigentlich an dieser Hierarchie koordinativ, Schnellkraft, Maximalkraft auf einer Ebene, Kraftausdauer und Ausdauer versuche ich mich chronologisch so ein bisschen entlang zu handeln. Im regulären Trainingsablauf. In einer Wettkampfvorbereitung für Athleten muss man auch bestimmte Sachen einfach mal umdrehen und den Athleten erstmal leer machen. Also erstmal in den Kraftausdauerbereich, in den roten Bereich bringen und dann gucken, ob er noch in der Lage ist, koordinativ sauber seine Techniken abzurufen oder eventuell noch in der Lage ist, regenerativ zu arbeiten, sein Verhalten im Sparring anzupassen, immer noch Schnelligkeit zu übertragen. Sehr, sehr wichtig. Gibt uns dann auch die Möglichkeit, Athleten langfristig aufzubauen und langfristig gesund zu erhalten. Ja, für mich macht es keinen Sinn, erst ein Strength and Conditioning Training zu gestalten und dann ein Techniktraining für die spezifische Sportart, also für die spezifische Kampfkunst in meinem Fall, zumindest in 9 von 10 Trainings an. Ja, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen und vielleicht habt ihr aber auch schon Erfahrungen mit solchen Sachen gemacht oder baut euer Training anders auf, mit einem anderen Hintergrund. Vielleicht hat der eine oder andere Bock, einfach mal in die Kommentare was reinzusetzen. Würde mir auch helfen, vielleicht die nächsten Logs ein bisschen zu konzipieren, vielleicht auch auf das eine oder andere einzugehen. Vielleicht kann ich auch was Neues lernen, wie das hier immer so ist, wenn man sich austauscht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ach so, wir sehen uns wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder. Passt auf, was ihr euch wünscht zum Jahresbeginn, welche Vorsätze ihr habt. Sie könnten in Erfüllung gehen. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis dann, ciao.